Der US-Präsidentschaftskandidat der Republikaner Donald Trump trifft sich heute noch mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky in New York. Das Gespräch werde in seinem Trump Tower am Big Apple stattfinden. Zelensky hatte das Treffen vor Beginn seiner US-Reise zwar angekündigt, zwischenzeitlich stand jedoch eine Absage im Raum. Ja, Trump hatte Zelensky vorgeworfen, ein Friedensabkommen mit Russland abzulehnen, das auch Gebietsabtretungen vorsehen könnte. Gestern war Zelensky bereits von US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris in Washington empfangen worden. Biden kündigte anschließend weitere Militärhilfen in Milliardenhöhe an und bekräftigte die Unterstützung der USA. Und bei uns im Studio begrüßen wir nun Markus Faber von der FDP, Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Verteidigungsausschusses. Guten Morgen, Herr Faber. Schönen guten Morgen. Wenn Sie jetzt auf diesen Besuch Zelenskys in den USA gucken, dann muss man doch sagen, er hat seine Ziele nicht erreicht. Vor allem, er wollte einen Siegesplan gegen Russland vorlegen. Wir wissen überhaupt nichts darüber. Er hat schon viele Ziele erreicht. Er hat eine große neue Unterstützung von den USA hier noch mal bekommen. Andere Punkte sind noch nicht klar. Zum Beispiel die Reichweitenbeschränkung der von den USA gelieferten Systeme. Aber das wollte er unbedingt haben. Das ist der zentrale Punkt. Unbedingt haben, in der Tat. Es gibt noch einiges zu tun. Das ist auch etwas, wo wir, glaube ich, schon zu lange drüber sprechen, wenn Großbritannien und die USA hier miteinander im Austausch sind. Das ist natürlich auch Vorbildcharakter für andere Verbündete. Naja, aber für uns ja eh nicht mehr als Deutschland, meine ich jetzt, weil Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja schon klar gemacht, dass wir uns in der Frage überhaupt nicht mehr bewegen werden. Ja, wir haben uns schon bewegt. Wenn ich überlege, ich war in diesem Sommer nördlich von Kharkiv zum Beispiel bei Soldaten, die dort unsere abgegebene Panzerhaubitze bedienen, die natürlich auch die russische Artillerie in Russland bekämpft. Von daher hat sich da einiges bewegt, wenn ich mal noch an die 5000 Helme zurückdenke. Aber wenn man sich die Situation anguckt, also er will unbedingt die Langstreckenraketen mit größerer Reichweite, um Ziele in Russland anzugreifen. Und Sie haben es angesprochen, die USA, Großbritannien und Deutschland, die wichtigsten Lieferanten eigentlich von Waffen, die sperren sich weiter. Das ist doch das für ist die Ukraine unsinnig. alles andere als gut. Das ist unsinnig, absolut. Wenn ein Bogenschütze ein Pfeil nach dem anderen auf sie schießt, dann können sie versuchen, jeden Pfeil aufzuhalten oder sie machen irgendwann auch mal was gegen den Bogenschützen. Darum geht es hier im Wesentlichen. Die Bomber, die jede Nacht aufsteigen und wie wir das ja auch immer sehen, in der Ukraine Krankenhäuser bombardieren, Wohnungen bombardieren, kritische Infrastruktur, Wärmeversorgung, Stromversorgung bombardieren, dagegen etwas zu tun. Das ist jetzt auch zentral, damit wir eine Chance haben, für den kommenden Winter die Stromversorgung, die Wärmeversorgung in den ukrainischen Großstädten weiter zu gewährleisten. Nun sind wir ja aber weltpolitisch an einem absolut neuralgischen Punkt angekommen, denn mit den US-Wahlen kommt ja die große Unsicherheit. Auch deswegen hat ja US-Präsident Biden jetzt noch mal auch mehr Gelder dort sichergestellt, weil man einfach nicht weiß, was kommt. Donald Trump, der hat nun noch mal nachgelegt, nicht nur Zelensky vorgeführt, auch noch mal in Richtung Europa gesagt, naja, also ihr müsst genauso viel machen wie die USA, denn wir haben immerhin noch einen Ozean, der uns von Russland trennt. Was heißt das jetzt? Also sehen Sie wirklich, dass Europa dann in diese Lücke springen könnte, falls Donald Trump Präsident der USA wird? Also zum ersten Mal sind ja Wahlen auch eine Chance. Also ich würde auch sagen, Kamala Harris hat derzeit gute Zahlen. Sie hat eine Chance, diese Wahl zu gewinnen und vielleicht auch solche Hürden wie diese Beschränkung, von denen wir ja gerade gesprochen haben, aufzuheben. Das ist das eine. Und das zweite ist, klar, Europa muss mehr tun für seine eigene Sicherheit, aber auch zur Unterstützung der überfallenen Ukraine. Aber da habe ich doch gute Nachrichten. Wir haben diese Woche am Mittwoch im Verteidigungsausschuss beschlossen, dass wir weitere 400 Millionen für die Ukraine, für die Winterhilfe in die Hand nehmen, damit die Ukrainer in ihren Wohnungen nicht mehr bombardiert werden, damit sie nicht zur Flucht gezwungen werden. Also Deutschland macht hier schon viel und unsere Partner beispielsweise in Polen oder in den baltischen Staaten auch. Aber es ist doch offensichtlich, dass in den USA auch die Skepsis über den Ukraine-Krieg tatsächlich immer weiter wächst. Und jetzt kommt Putin mit seiner neuen Atomstrategie oder Atomdoktrin. Das ist ja eine zusätzliche Gefahr auch für Europa, weil er droht ja immer wieder. Schließen Sie denn wirklich aus, dass Putin nicht Atomwaffen einsetzen würde? In der Tat, das würde ich ausschließen. Da hat er jetzt die letzten Jahre immer wieder mit gedroht. Ich muss sagen, da war es sehr, sehr hilfreich, dass der Kanzler zum Beispiel in China auch dafür Werbung gemacht hat, dass China sich hier auch mal einsetzt, diese Drohung zu unterlassen. Und das hat danach ja auch deutlich abgenommen. Also das halte ich nicht für realistisch. Die russischen Streitkräfte sind in der Ukraine komplett gebunden. Die sind derzeit nicht auf der Suche nach zusätzlichen Feinden. Sagt Markus Faber, der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Danke, dass Sie da waren. Herr Faber, danke für das Gespräch.